Willkommen bei einer neuen Folge von unserem Videocast Adaption. Da steckt nicht nur unser Name drin, Ada, sondern auch die Frage, wie können wir eigentlich mit dieser aktuellen Krise umgehen und uns heute schon auf das Morgen einstellen. Und darüber möchten wir sprechen mit ganz verschiedenen Menschen, beispielsweise mit solchen, die aktuell große Entscheidungen treffen müssen über den Lebens- und Arbeitsalltag von anderen, aber auch mit solchen, die diesen Alltag gerne und sehr gut beobachten können und ihn uns dann in ihren Geschichten spiegeln. Und deshalb freuen wir uns heute ganz besonders, dass wir einen Gast haben, beziehungsweise eine Gästin. Sie ist Schriftstellerin, lebt in Berlin und ist es, anders als viele von uns, schon lange gewöhnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Ihr bekanntestes Buch heißt »Was man von hier aus sehen kann« und war 65 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und sie hat auch im letzten Jahr eine wunderbare Kurzgeschichte für unser Ada-Magazin geschrieben. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass sie heute mit dabei ist. Herzlich willkommen, Mariana Leki. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen, Frau Leki. In diesen turbulenten Zeiten, da möchten wir erstmal mit der Frage einsteigen, wie geht es Ihnen heute? Vielen Dank. Es geht mir gut. Ich muss sagen, dass bei mir die Veränderungen im Alltag wesentlich glimpflicher verlaufen als bei anderen Leuten, glaube ich, derzeit. Sie sagten es ja schon, ich arbeite immer im Homeoffice und ich arbeite immer alleine. Deswegen kann man sagen, meine Arbeitsweise ist so, als wäre draußen immer Virus. Also ich bin sozusagen in meiner Arbeitsweise davon gar nicht tangiert. Anders als anderen Leuten. Das, was sich für mich hauptsächlich verändern muss oder verändert hat, ist, dass ich jetzt meinen Sohn beschulen muss und dadurch halt immer die Gesellschaft meines Sohnes habe und einen immer größeren Respekt bekomme vor dem Beruf der Pädagogen und die Idee des Homeschooling immer bekloppter finde. Insofern, das ist sozusagen das Einzige, was sich für mich konkret geändert hat im Alltag, im Arbeitsalltag. Bleiben wir doch mal erst einmal bei Ihrem Beruf und Ihrem Arbeitsalltag. Sie haben das gerade schon angesprochen. So viel hat sich gar nicht verändert. Aber wie würden Sie das denn beschreiben, wie Ihr normaler Arbeitsalltag aussieht, wenn der so ähnlich isoliert ist? Wie strukturieren Sie den? Also der ist sehr viel strukturierter geworden, seit es meinen Sohn gibt. Und den gibt es jetzt auch schon seit 12 Jahren. Vorher habe ich immer so gearbeitet, wie man sich das vorstellt. So das Klischee des Schriftstellers, viel Kaffee nachts. Und so, ne, die Nächte durchgeschrieben, dann lange geschlafen. Struktur gab es dann durch meinen Sohn tatsächlich. Also ich setze mich an den Schreibtisch, wenn der zur Schule geht, üblicherweise, und schreibe dann, bis er wiederkommt. Und zwischendurch gehe ich mit dem Hund raus und denke nach. Das ist so der unspektakuläre Alltag, wie er bisher lief. Brauchen Sie diese, Sie haben gerade gesagt, Sie gehen mit dem Hund oft raus, brauchen Sie diese Pausen, wo ganz wenig, nehme ich, im Hundespaziergang Input und Stimulation kommt? Ist das wichtig? Ich kann merkwürdigerweise am Schreibtisch nicht gut nachdenken. Deswegen laufe ich auch in der Wohnung immer herum. Also wir haben so Verbindungstüren. Ich mache dann Rundlauf quasi. Also ich sitze so 5 Minuten am Schreibtisch und dann springe ich wieder auf, weil ich nicht, wenn mir was einfallen soll, dann muss ich mich bewegen. Deswegen entweder dieser Rundlauf oder der Hundespaziergang. Der tut dem ganzen Prozess sehr gut. Das hört sich jetzt nach so einer relativ repetitiven Struktur an, wie Sie das beschreiben. Ja. Sie haben auch mal gesagt in einem Interview, dass Sie strukturierte Einsamkeit sehr mögen. Ja. Werden Sie denn überhaupt einsam? Ist das etwas, was für Sie überhaupt sich anders anfühlt, als einfach nur Ihr beruflicher Alltag zu sein? Einsam? Ja, also da würde mir gar nicht einfallen, während ich einsam arbeite, würde mir nicht einfallen zu sagen, ich bin einsam, sondern das wäre anders gar nicht möglich. Also da gibt es sozusagen gar kein Vertun. Ich könnte auch nicht in einem Büro arbeiten. Also bei mir reicht es schon, wenn nebenan einer atmet, kann ich mich schon nicht mehr konzentrieren. Also diese Abgeschiedenheit wird gar nicht als Mangel empfunden während der Arbeit, sondern als Muss sozusagen. Wie hat sich das denn jetzt verändert? Sie haben ja eben schon gesagt, Homeschooling steht jetzt an der Tagesordnung und Sie haben einen neuen Respekt für diejenigen in der Bildung bekommen. Wie hat sich das denn jetzt verändert? Das muss
viel Input für Sie aktuell sein. Ja, es ist alles durcheinander geraten. Ne? Also der Alltag ist schon etwas auf den Kopf gestellt und sobald man einen Alltag auf den Kopf stellt, zerfällt er ja auch in seine Bestandteile und ist eigentlich kein Alltag mehr. Aber ich habe das zum Glück so gelöst, dass ich mir das teile mit dem Vater meines Sohnes. Also ich mache Deutsch und Englisch und er macht Navi und Gewi und die ganzen Hauptfächer haben wir uns so aufgeteilt und was wirklich, also dadurch habe ich dann wieder Zeit auch am Tag, während Navi und Gewi und sonst was gemacht wird, kann ich dann schreiben und was wirklich ein Vorteil ist oder ein Glück im Unglück ist, dass meine Mutter, keiner weiß warum, aber die ist so ein verkanntes Mathe-Genie und jetzt wird die auf Eis gelegte Großmutter-Enkel-Beziehung dadurch beatmet, dass die beiden, also mein Sohn und meine Mutter, jeden Tag Mathe machen am Telefon. Das ist natürlich super. Und haben Sie auch so ein paar Tipps? Also bei Ihnen ist das jetzt eine sehr spezifische Situation mit dem Sohn, mit dem Vater des Sohnes, mit der Mutter dabei. Haben Sie Tipps, wenn Sie Menschen fragen, die das überhaupt nicht gewohnt sind, so isoliert zu arbeiten oder sagen wir mal auch so selbst zu strukturieren, die vielleicht eher es gewohnt sind, von Terminen angeleitet zu sein und durch den ganzen Tag zu hetzen. Was würden Sie Menschen raten, die das nicht gewohnt sind? Das ist schwierig, weil ich selber auch lange gebraucht habe, um mir da was auszubaldowern. Ich würde mir auf jeden Fall einen Hund anschaffen. Nein, das ist jetzt so kurzfristig keine gute Idee. Aber vielleicht, also so banal das klingt, manchmal sind ja die banalen Dinge die einfachsten, doch einen Plan machen. Also sich beispielsweise sagen, um 11 Uhr wird eine halbe Stunde spazieren gegangen oder um 11:30, das ist dann allerdings schon die hohe Kunst der Selbstdisziplinierung, hole ich meine olle Yogamatte heraus und mache ein paar Übungen, auch wenn ich hinterher noch eine viel schlimmere Bandscheibe habe als vorher. Aber das dann hat man sozusagen so eine kleine Insel zwischen den Arbeitseinheiten irgendwie zu schaffen. Also dass man nicht vor so einem Wust steht, den man nicht ohne Pause bearbeiten kann. Das wäre so das, was mir jetzt so hilflos einfällt. Ich habe mich gefragt, ist diese Situation gerade für Sie Inspiration? Also bringt Sie das auf neue Gedanken? Oder ist es vielleicht umgekehrt sogar schwerer, jetzt an einer bereits bestehenden Geschichte weiterzuschreiben, die Sie schon im Kopf hatten? Also eher Letzteres. Ich finde die Situation, wie sie jetzt ist, ich glaube, um das inspirierend zu finden, braucht man einen Abstand dazu. Vielleicht wird das irgendwann mal inspirierend sein, aber jetzt gerade finde ich es einfach nur besorgniserregend. Und tatsächlich ist es so, wie Sie gerade sagten, es fällt eher schwer, sich auf was anderes zu konzentrieren. Also um ein Beispiel zu nennen, ich schreibe Kolumnen für Psychologie heute für die Zeitschrift und jetzt musste ich da wieder eine schreiben. Es gab einen Abgabetermin und ich dachte, worüber soll ich denn eigentlich schreiben? Also was ist denn im Moment, was könnte denn wichtiger sein und naheliegender, als über diesen Virus zu schreiben, an den wir jetzt alle denken? Also sich auf was anderes zu konzentrieren, fällt mir gerade wirklich schwerer, sehr viel schwerer als sonst. Das kann ich gut nachvollziehen, vor allem, weil man ja trotzdem dann gewisse Fristen einhalten muss, als Autorin auch. Wie ist es denn insgesamt für Autorinnen und Autoren gerade? Also es fallen ja auch Lesungen aus, Buchhändler müssen schließen. Sind Sie davon persönlich gerade auch betroffen? Nein, da habe ich großes Glück gehabt, dass ich davon nicht betroffen bin. Ich habe gerade kein neues Buch draußen sozusagen. Meine Lesereise ist weitestgehend abgeschlossen. Also ich glaube, ich musste leider 3 Lesungen ausfallen lassen. Aber das ist wirklich ein absolutes Luxusproblem im Gegensatz zu dem, was Kollegen berichten. Also zum Beispiel, dass gerade ein Buch veröffentlicht wurde und man jetzt sozusagen ja um die Früchte seiner Arbeit betrogen wird, weil das Buch nicht vermarktet werden kann und eben vor allen Dingen auch nicht präsentiert werden kann. Und viele leben ja auch tatsächlich von den Lesungen. Also das ist dann schon ziemlich katastrophal. Das trifft mich zum Glück nicht, aber viele um mich herum tatsächlich schon, ja. Was würden Sie denn raten, was kann man machen, wenn man Autorinnen und Autoren gerade unterstützen will? Man könnte, da bin ich gerade auch mit meinem Verlag im Gespräch, dass man so vielleicht so Plattformen schafft, auf denen man Bücher anpreist. Also was man jetzt gerade gelesen hat, davon erzählt, wenn man gerade eine Neuerscheinung
gelesen hat, davon berichtet und ja, die ein bisschen anfeuert. Ich denke, das ist etwas, was man tun könnte. Das wäre jedenfalls das Erste, was mir so einfallen würde. Darf ich da einmal auch noch nachhaken beim Thema Lesungen? Haben Sie, Sie haben wahnsinnig viele schon gegeben, Sie sind ja auch ein sehr begehrter Gast, eine begehrte Gästin auf der Bühne, weil Sie auch so schön vorlesen können. Glauben Sie, wenn das jetzt länger dauert, also wirklich Monate, wie ja einige Prognosen jedenfalls voraussagen, glauben Sie, dass das auch was verändert in der Interaktion mit Leserinnen und Lesern? Dieser Live-Moment, ist das für Sie was Besonderes? Es ist für mich was sehr Besonderes, ja. Ich habe da früher Angst vor gehabt, also ich bin so ein bisschen schüchtern auch, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und mach das auch gerne. Klar, das wäre schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Ich habe da interessanter, es kann sein, ich sprach vor kurzem mit meinem Bruder, der ein kleines Theater in Köln leitet, und der sagte, selbst wenn bis irgendwann wieder die Normalität langsam einkehrt, wird es bestimmt noch sehr lange dauern, bis sich 300 Leute eng an eng in einen Theatersaal setzen werden oder auch können. Insofern frage ich mich das auch, wie das weitergeht. Also ob es dann eher Internetlesungen geben wird, wobei das ja was vollkommen anderes ist. Ne? Wenn das Publikum fehlt, es wären dann Geisterlesungen. Aber das kann natürlich sein. Oder es kommen sehr viel weniger Leute und es wird immer ein Abstand von 1,5 Metern gehalten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sich das wohl gestalten wird. Und es ist so, dass meine paar Lesungen, die noch da waren, die wurden jetzt verschoben. Aber man in den November, da weiß man auch nicht so genau, ist es dann schon wieder so weit? Wie wird das sein? Keine Ahnung. Ja, das ist im Moment alles extrem schwer vorhersehbar. Wir mussten in der Vorbereitung auf dieses Gespräch daran denken, dass in Ihrem Roman, was man von hier aus sehen kann, es ja auch um die Charaktere in einem kleinen Dorf geht, die ja eigentlich sehr viel im Austausch miteinander stehen. Was glauben Sie, würde in dieser Gemeinschaft passieren, wenn alle auf einmal in Quarantäne müssten? Er würde vielleicht zuerst durchdrehen. Ja, genau. Irgendjemand würde zuerst durchdrehen. Ja, wahrscheinlich ja. Ich glaube, da wäre es nochmal schwieriger, weil das ja in den 80er Jahren spielte. Und da gab es ja solche Sachen wie Internetverbindungen oder sowas überhaupt noch gar nicht. Das ist schwer vorstellbar. Also wahrscheinlich würden sich alle in ihren komischen Telefonen mit Wählscheibe in den Kabeln verheddern und versuchen, miteinander zu telefonieren. Oder vielleicht würden sie auch die Sache nicht ernst nehmen und einfach weiter rausstiefeln, so wie so störrische alte Leute das manchmal ja auch heute machen. Das könnte ich mir vorstellen. Einer der Hauptcharaktere in dem Buch ist ja Mönch. Ich habe ein buddhistischer Mönch und ist ja anscheinend sehr gut darin, so im Hier und Jetzt zu leben und die Stille zu genießen. Ich habe mich gefragt, steckt da auch so ein bisschen von Ihnen mit drin? Also Sie scheinen das ja auch sehr gut zu können, sich zurückzuziehen und so aus der Einsamkeit Kraft zu ziehen. Ja, allerdings, also das wäre total schön, wenn das so wäre. Ich wäre gerne so. Allerdings, das mit der Einsamkeit und dem Rückzug, das kann ich tatsächlich nur beruflich wirklich gut. Und der Buddhismus, der interessiert mich unwahrscheinlich. Schon seit Jahrzehnten lese ich alles darüber, was ich in die Finger kriege. Aber es hat mit mir, mit der Art, wie ich lebe, leider wenig zu tun. Also es ist eher so, dass ich den Buddhismus etwas anstaune, wie man zum Beispiel auch einen Okapi anstaunen kann. Also wie etwas Fremdes, sehr Faszinierendes, was aber jetzt gar nicht unbedingt so zu einem selbst gehört, leider. Also das ist, ich habe gar nicht so diese Struktur sonst, dieses Zurückgezogene. Das ist tatsächlich nur beim Arbeiten vor allen Dingen so. Wobei mir ein Buddhist vor kurzem erzählte, wo man sich jetzt nicht mehr die Hand gibt, kommen die Buddhisten gut weg, weil die sich ja sowieso immer anders begrüßen. Ne? Also immer so die Hände gefaltet und so leicht vorbeugen. Das machen jetzt Leute nach, die gar nichts mit dem Buddhismus zu tun haben. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild, dass man dann an der Supermarktkasse sich so leicht verneigt. Kann ich da auch mal einmal Thema soziale Interaktionen einhaken und fragen? Sie haben ja, Ihre Eltern haben beide psychologische Berufe und Sie haben eben auch erzählt, Sie schreiben eine Kolumne für Psychologie heute. Das heißt, Sie machen das nicht nur aus einer Schriftstellerinnen-Sicht heraus, sondern eben auch mit
ja, psychologischem Grundwissen. Wie glauben Sie denn, dass sich die soziale Interaktion verändern kann, wenn wir jetzt so monatelang entweder ganz alleine in der Bude hocken oder eben mit einem sehr kleinen Kreis an Menschen nur interagieren? Was könnte sich da womöglich in der Gesellschaft verändern? Meine Hoffnung ist, dass man, dass einem jetzt auffällt, was man gerne hat. Das klingt jetzt etwas verschwurbelt und pastörlich. Ich meine damit, dass man es vielleicht, wenn diese Krise irgendwann mal vorbei ist, mehr zu schätzen weiß, dass man mit jemand, der nicht zur Familie gehört, im Café sitzen kann. Sowas zum Beispiel. Also, dass man ja tatsächlich diese Dinge, die bis vor kurzem selbstverständlich waren und die auf einmal undenkbar sind, dass man die mehr genießt. Und was ich mir auch erhoffe, ist, dass vielleicht so eine neue Höflichkeit in manchen Situationen einzieht, die es vorher nicht gab. Also beispielsweise hatte ich immer das Gefühl, dass in Supermärkten so immer etwas achtlos aneinander rumgerempelt wurde. Und ich würde mir wünschen, dass das bleibt, dass man so ein bisschen Abstand hält. Nicht so ängstlich, wie man das jetzt notgedrungen tut. Also ich war gestern im Supermarkt und bin da aus Versehen zu schnell um die Ecke und ein anderer auch. Und wir schließen tatsächlich mit unseren Einkaufswagen aneinander. Früher hätte man darüber gelacht, jetzt haben wir uns einfach nur erschrocken angeguckt und sind weiter geflitzt. Ja, also dass so eine Art von Abstand, höflichem Abstand halten, dass das vielleicht was ist, was an Positivem hinten rauskommt sozusagen. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich Ihr Buch gelesen habe. Da gibt es den Vater der Protagonistin, der immer sagt, ihr müsst mehr Welt in euer Leben lassen. Ihr müsst rausgehen und Inspiration bekommen und auf Reisen gehen und neue Menschen, neue Kulturen kennenlernen. Das wird ja jetzt zumindest mal auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein. Was raten Sie, was kann man tun, um trotzdem irgendwie sich immer wieder neuen Input, neue Inspiration, neue Impulse zu einzuholen? Ja, ich muss gerade lachen, weil eine Leserin mir vor kurzem schrieb, sie habe sich eine Postkarte mit genau diesem Satz irgendwann mal aufgehängt. Ihr müsst mehr Welt hereinlassen, das, was der Vater sagt. Und sie schrieb mir dann, sie meinte das nicht ernst, es war sehr komisch, sie schrieb eigentlich, müsste dieser Satz jetzt aus dem Buch gestrichen werden und der Verlag müsste eine Rückrufaktion starten, weil dieser Satz jetzt nicht mehr stimmt, sondern das Gegenteil der Fall ist. Keine Welt mehr reinlassen. Und wie traurig das sei. Ich glaube, vielleicht ist das naiv, aber ich halte doch an der Hoffnung fest, dass das alles wieder umstandslos möglich sein wird, das ganze Gereise. Und bis dahin, glaube ich, hilft nur Lesen. Lesen, Landkarten aufhängen, solche Sachen. Also was anderes, denke ich, ist nicht möglich. Oh, beziehungsweise auf der anderen Seite ist das aber auch unheimlich wichtig, sich weiter mit anderen Kulturen zu beschäftigen, so wie es eben zu Hause geht. Also die Welt sozusagen auf andere Weise hereinlassen. Ja, durch Bilder oder durch Bücher oder durch Bilder oder durch Filme, wie auch immer. Aber dass man irgendwie versucht, den Kopf offen zu halten. Plädoyer fürs Lesen, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Abschluss und da können wir, Milena und ich, glaube ich persönlich, Ihre Bücher sehr ans Herzen legen. Sie haben unter anderem in Ihren Büchern ein sehr schönes Muster. Sie kommen nämlich immer auf sehr sonderbare Vergleiche und sehr wunderschöne Beschreibungen. Das Okapi, Sie haben es eben schon erwähnt, das beispielsweise in, was man von hier aus sehen kann, ja eine große Rolle spielt, das, sagen Sie, sei ein sehr unwahrscheinliches Tier. Es sähe aus, so haben Sie es mal in einem Interview gesagt, als hätte es jemand im Suff zusammengereimt. Ja. Das würde mich jetzt zum Schluss noch interessieren, wie würden Sie denn die aktuelle Situation beschreiben, vielleicht mit einem Vergleich? Wie kommt Ihnen das gerade vor? Das meinte ich vorhin unter anderem mit dem Abstand, den man erstmal braucht, um das irgendwie zu verarbeiten auch. Also mir würde jetzt da noch gar nichts einfallen, weil ich selber wie die Made im Speck noch drin sitze. Also es gibt sozusagen nicht den Abstand, den es braucht, um das irgendwie bewerten oder in eine Metapher kleiden zu können. Was ich sagen kann, das ist allerdings von Tilman Ramstedt abgeschaut, der schrieb ein Schriftstellerkollege, der in einer Kolumne vor kurzem schrieb, wie ging denn der Satz nochmal? Allem, was normal ist,
ist in kürzester Zeit ein Weißt du noch gewachsen. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Also alles, was bislang, das ist das, was mir so am meisten im Moment auffällt, dass alles, was bislang als selbstverständlich galt, dass man darüber jetzt schon nostalgisch spricht, also wie man zum Beispiel meinetwegen vor einer Lesung mit einer Veranstalterin im Café sitzt. Das sind drei Dinge, die jetzt unmöglich geworden sind auf einmal und die vorher vollkommen normal sind. Aber so eine richtige Metapher, um das einzukleiden, die habe ich noch nicht. Ich hoffe, sie wird mir irgendwann einfallen. Ich habe in meinem ganzen Leben auch noch nie so viel über Atemwege nachgedacht wie in diesen Tagen. Ich denke immer an die Atemwege meiner älteren Verwandtschaft und so. Aber auch das ist kein Bild, sondern eher, also, oder eher ein inneres Bild, aber keine Metapher. Die müsste ich noch nachliefern. Ja, weil vorhin auch das Wort beatmen tatsächlich in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt. Musste ich auch sofort dran denken, dass das natürlich in der aktuellen Situation auch eine ganz andere Bedeutung irgendwie entwickelt hat. Das ist lustig, ich sagte das zu Ihnen und sozusagen, als es schon draußen war, blieb es mir im Halse stecken, weil ich dachte, oh Gott, das kann man gar nicht mehr so leicht dahin sagen, wie man das früher getan hätte. Aber auf die Metapher warten wir natürlich sehr gerne, weil klar, wir brauchen eigentlich den Abstand, vielleicht nicht nur 1,5 Meter, sondern den Abstand, den zeitlichen Abstand brauchen wir dafür alle. Und dann freuen wir uns ganz besonders, wenn wir Ihre Metapher oder Ihren Vergleich für die aktuelle, ja doch sehr skurrile und sehr, eine Situation, glaube ich, die wir alle so noch nie erlebt haben. Ich habe letztens jemandem gesagt, das ist meine erste Pandemie. Und da sagte sie, das ist, glaube ich, für uns alle so. Und das ist ja auch leider kein Grund zur Freude. Nee. Aber es ist ein Grund zur Freude, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Leki. Vielen, vielen Dank. Schön, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Danke sehr.